Das sind fünf Produkte, die ich bei einem Blindtest nicht als Drogerie-Make-up erkennen würde. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich habe mich so ein bisschen durch meine Make-up-Sammlung begeben und geschaut mit einem anderen Blick auf die Produkte. Üblicherweise ist ja meine Aufgabe als Drogerie, vorrangig Drogerie, Beauty Content Creator, immer die neuesten Produkte zu zeigen. Alles, was neu rausgekommen ist, zu zeigen und zu sagen, es ist gut, es ist nicht gut. Und das hat völlig seine Daseinsberechtigung. Ich merke aber bei mir im Moment, dass ich so ein bisschen überfordert bin mit dem Make-up. Ich liebe Make-up, aber ich sehe gerade andere Produkte eher so ein bisschen in dem Fokus. Ich habe neulich einen ganz, ganz süßen Kommentar bekommen, für den ich mich gerne bedanken würde. Maxim, wir werden mit dir gemeinsam erwachsen. Und das ist ganz spannend, weil ihr wisst es, das ging euch bestimmt auch mal so. Mit 18 hat man gedacht, jetzt ist man erwachsen. Ich habe aber jetzt mit 28, fast 28, das Gefühl, dass ich so langsam erst ankomme und so langsam auch mich kennenlerne. Und ich möchte so ein bisschen Make-up-Produkte reduzieren, aber nicht, weil ich weniger Produkte haben will. Ich liebe meine Sammlung, sondern ich möchte einfach Produkte haben, die gut sind und die nicht nur ein Hype sind, sondern die wirklich, wirklich gut sind. Und ich habe hier fünf Produkte aus der Drogerie, die ich beim Blindtest, also in einem blinden Vergleich zwischen High-End oder Drogerie, nicht unterscheiden könnte. Deswegen zeige ich die euch jetzt gleich, bevor wir das machen. Danny weiß es nicht. Ich mache aber ein bisschen Werbung für ihn. Ihr wisst es, Danny hat ja seinen eigenen Verlag. Danny ist Autor und Verleger. Und im letzten Jahr gab es ja schon den Adventskalender, den Zimttölpel. Dieses Jahr gibt es ihn wieder und wir sind seit Wochen schon dabei, den Adventskalender zu packen. Ich zeige ihn euch einmal. Here she is. Wenn hier drauf steht Handmade with Love, könnt ihr mir glauben, Handmade with Love. Pro Kalender brauchen wir etwa 20 Minuten, um ihn zu packen. Wir machen das selber. Wir machen das hier abends. Einfach, weil es natürlich noch persönlicher ist und wir einfach auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Produkten haben können. Ihr bekommt die zuckersüßeste Geschichte des Zimttöpels, diesmal in der zweiten Version. Ihr habt jeden Tag einen Briefumschlag mit einer Geschichte drin, die aufeinander aufbaut, sodass ihr über den ganzen Dezember bis zum 24. wirklich eine schöne Reise des Zimttöpels miterleben könnt. Ich verlinke euch die Seite des Pelletier Verlags einmal. Wirklich zucker, zuckersüß. Es gab ihn ja schon letztes Jahr, das war der erste Teil des Zimttöpels. Falls ihr den nicht habt, könnt ihr natürlich entweder den Zimttöpel 1 als Adventskalender erwerben oder, das finde ich ganz besonders süß, Danny hat den Adventskalender nochmal als Buch dazu gepackt. Einfach, dass man das Buch und den ersten Teil des Adventskalenders hier nochmal als gebundene Version hat. Und dann für den zweiten Teil, um einfach weiterlesen zu können und die Reise des Zimttöpels begleiten zu können, hier noch ein bisschen was zum Auspacken. Ihr bekommt auch Klammern, ihr bekommt eine schöne Kordel, mit denen ihr den Adventskalender aufhängen könnt. Und da ist ganz, ganz, ganz viel Liebe drin, nicht nur von Danny, sondern natürlich auch von mir, weil ich ihn dabei unterstütze, wenn wir den packen. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir hunderte Kalender packen und jeder Kalender hat 24 Briefumschläge. Jedes Briefchen muss gefaltet werden, in den Briefumschlag gepackt werden, der Briefumschlag muss versiegelt werden, dann sind die Zahlen noch mit drauf. Also es ist ein sehr, sehr handwerklich aufwendiger Adventskalender für, Achtung, nur 24,99 €. Und das ist etwas, wo ich weiß, dass Danny sich, glaube ich, freuen würde, wenn er ihn da ein bisschen unterstützt. Und wenn ihr gerne vielleicht lest, vielleicht euren Kindern vor, das ist eine ganz süße Sache, morgens einfach einen Teil der Geschichte vorzulesen, bevor es dann in die Schule geht und dann als kleinen Weg Richtung Weihnachten. Ich verlinke euch den Zimttöpel, den Adventskalender, sowie der Zimttöpel, das Buch zum ersten Kalender, einmal unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Die Base ist ready. Ich habe schon ein bisschen Pflege drauf. Ich teste ja gerade immer noch weiter das Road-Zeugs von Hailey Bieber. Da war ich sehr, sehr überrascht über eure Kommentare. Da war ja wirklich viel Wut dahinter. Auch gegen mich. Ich habe die Produkte nicht rausgebracht. I'm sorry. Ja, da bin ich manchmal immer ein bisschen überrascht, wie viel Wut mir bei
Produkten entgegenkommen kann. Aber ist völlig egal. Heute wird sehr reduziert. Wir starten mit dem ersten Produkt. Da fiel es mir so ein bisschen schwer, eine Foundation auszuwählen, die euch hier mit reinnehmen kann. Ich habe deswegen zwei. Ich habe einmal von Manhattan das Lasting Perfection 35 Hours Hydration Boost Make-up. Großartig. Großartiges Make-up. Unglaublich schöne Deckkraft. Oder die L'Oreal Perfect Match Foundation, die hat ein bisschen Schimmer mit drin. Ich würde mich heute für die Manhattan Foundation entscheiden, einfach weil ich kein Puder benutzen möchte auf meinem Gesicht. Meine Haut ist im Moment, jetzt ist Oktober, die Sonneneinstrahlung ist reduzierter. Ich starte wieder mit Retinol oder habe jetzt vor ungefähr einer Woche angefangen, wieder mit Retinol zu arbeiten. Und da ist die Haut natürlich auch recht trocken, wie ich finde. Da hilft das Make-up sehr, 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 sehr gut. Das hat Hyaluronsäure mit drin und 2% Niacinamid. Und das ist das Schöne, das ist die Menge, die ich benutze. Ich habe gestern, für euch vorgestern, ein Video hochgeladen auf TikTok. Und habe gesagt, dass ich so oft sehe, dass man zu viel Foundation benutzt. Und da schrieb dann eine, Maxim, erinnere dich bitte an dich selbst. Da dachte ich mir, ja, du hast recht, du siehst im Aus. Klar, ich lerne natürlich auch immer dazu. Ich habe, glaube ich, habe ich euch neulich in einem Interview gesagt, ich wurde gefragt, wie ich denn Make-up gelernt habe, wo ich das gelernt habe. Ja, Freunde, ihr wisst es. Ich habe es mit euch gelernt auf YouTube. Wenn wir uns unsere alten, tut's bitte nicht, aber ihr werdet es eh tun, alte Videos anschauen von mir, dann sehen wir, wie groß der Unterschied zwischen früher und heute ist. Nicht nur von der Art und Weise des Make-ups, wie ich es auftrage, sondern auch einfach in der Menge der Produkte. Ne? Jetzt habe ich eine wirklich so unglaublich dünne Schicht genommen und ich weiß, dass viele auch dazu tendieren, gerade wenn man vielleicht etwas texturiertere Haut hat schon, dann ist natürlich, je weniger Produkt du benutzt, desto besser ist es, weil einfach das Relief der Haut flacher oder es wird nicht flacher, wenn du mehr raufpackst. Das war so ein bisschen der Irrglaube bei mir früher. Na, ich dachte, wenn ich einen Pickel habe, muss ich einfach ganz viel raufmachen, aber das ist ja so ein kleiner Teufelskreis. Du benutzt einfach mehr und dann sieht das immer cakeier aus. Ich habe jetzt die wirklich kleinste Menge in meinem Gesicht verteilt und ich habe ja eine gute Haut. Ich brauche ja gar keine Foundation. Niemand braucht Foundation. Oh Gott, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich will einfach nur, dass es das ein bisschen ebenmäßiger ist, dass hier beispielsweise so ein paar kleine Rötungen abgedeckt werden und da reicht ja die kleinste Schicht. Das Make-up ist sehr, 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 sehr deckend. Es fixiert sich selbst. Das finde ich ganz, 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 ganz toll, weil ich natürlich nicht so viel Puder benutzen möchte, weil auch hier Puder einfach wieder so eine neue Schicht auf der Haut ist, die Textur erheben kann. Und ich möchte, dass meine Haut aussieht, als hätte sie keine Textur. Und da ist Glow ist nicht unbedingt immer das Beste, sondern so ein Semi-Matt, so wie diese Foundation, ist dafür einfach gut. Sie hält sehr, 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 sehr lange, auch wenn man kein Puder benutzt. Natürlich hält eine Foundation länger, wenn du sie abpuderst, ist einfach physikalisch gegeben. Aber du brauchst es nicht. Ich habe immer noch was auf der Hand und die Foundation oder das Make-up sieht und die Haut sieht sehr, sehr gleichmäßig aus. Ein Trick, den ich euch gerne mit auf den Weg geben würde, weil ich auch das in einem Video neulich gezeigt habe, was kam sehr, sehr gut an. Ich benutze ja gerne Produkte gleichmäßig. Mein Anspruch ist es, dass mein Make-up, ich möchte, wenn mich jemand anschaut, dass er nicht denkt, das ist ja ein krasses Make-up. Sondern ich möchte, dass die Person mir gegenüber das Make-up an sich gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist ganz anders zu früher, dass sie das nicht wahrnimmt, sondern dass sie einfach denkt, oh, was für ein hübscher junger Mann. Mehr nicht. Und nicht, oh, das ist ja ein schöner Blush. Der Fokus soll auf meiner Person liegen und auf meiner Persönlichkeit und nicht auf, oh, das ist jetzt ein schöner Blush. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt total egozentrisch, aber das ist genau das Gegenteil. Es soll genau das Gegenteil darstellen. Ich will nämlich nicht, dass jemand mich auf mein Make-up reduziert. Gerade weil, und jetzt wird es sehr politisch und sehr emotional, gerade weil ich merke, dass ich als Mann mit Make-up immer noch sehr im Fokus stehe und sehr stark angeschaut werde. Und ich finde, wenn man etwas mehr Aufmerksamkeit gibt, als es vielleicht einfach nötig war, weil am Ende des Tages bin ich der Meinung, ist es nur Make-up und das hat dich nichts anzugehen. Ich muss ja nicht
noch mehr Make-up tragen, damit du es akzeptierst. Deswegen, wenn ich mich so wohlfühle und jemand erkennt, oh, das ist Make-up, aber er nicht, oder er oder sie, die andere Person, nicht denkt, das ist ganz schön viel Make-up und das als Mann, sondern, oh, was für ein hübscher junger Mann. Könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen Make-up trägt. Das sieht ja toll aus. Dann ist die Akzeptanz viel, 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 viel größer, als wenn ich dir eine silberne, blaue, orangefarbene Cut-Crease und einen pinken Lippenstift ins Gesicht drücke. Könnt ihr mir so ein bisschen folgen? Manchmal muss man sich einfach so ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, anpassen. Und es tut weder mir noch der anderen Person weh. Und ich fahre damit sehr, 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 sehr gut. Gerade weil ich mich einfach auch so viel, 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 viel wohler fühle. Das ist ganz, ganz spannend, weil ich immer gedacht habe, Make-up hilft mir, mich zu verstecken vor anderen Personen. Aber es hat genau das Gegenteil gemacht, weswegen ich mittlerweile, oder von mittlerweile wird es wieder gut, weil ich das geändert habe und erkannt habe vor allen Dingen. Ich dachte, ich kann mich hinter Make-up verstecken. Ich habe mit dem Make-up aber mehr Aufmerksamkeit auf mich gezogen, sodass ich mehr im Mittelpunkt stand, als ich eigentlich wollte. Oder das Make-up im Mittelpunkt stand. Und seitdem ich das erkannt habe und diesen Reifeprozess gemacht habe und nicht mehr sage, ich will der Fokus der Attention sein. Ich will, dass alle Leute mich anschauen und denken, nice Make-up. Ist das ganz anders und es geht mir innerlich viel, 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 viel besser damit. Und das nur durch Make-up. Und das ist das Schöne daran. Genug emotional, sentimental darüber gequatscht. Ich habe immer noch ein bisschen hier drauf. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, damit das Make-up so einheitlich, wie es geht, aussieht, nehme ich hier den Maybelline Superstay Vinyl Ink in der Farbe 55 Royal. Ein ganz kleines bisschen und mische das mit dem Rest der Foundation. So habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstmal habe ich nicht oder laufe ich nicht Gefahr, dass sich der Blush nicht mit der Foundation verträgt, weil die Foundation der Blush ist. Und ich habe einen sehr, 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 sehr schönen Ton, der harmonisch zu meinen Lippen dann passt, wenn ich jetzt beispielsweise diese Farbe nehmen würde. Ich habe nicht gesagt, dass der Look heute ein No-Make-up-Make-up-Look wird, sondern es ist ein Look, der sehr klassisch ist, der sehr zeitlos ist. Schaut mal, ganz, 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 ganz leicht. Du siehst diesen Flush. Es sieht aus, als hätte ich leicht errötete Wangen, weil natürlich meine eigene Hautfarbe der Foundation die Grundlage ist. Wenn ihr eine dunklere Foundation habt und das macht, ist es ja immer noch eure Hautfarbe, nur mit einem Touch an Rot. Also probiert es wirklich mal aus. Es ist ein ganz, ganz einfacher Hack und ich bin ja nicht der erste Mensch auf der Welt, der den gefunden hat, aber es macht in der Qualität des Make-ups und im Gesamtbild des Make-ups einen wahnsinnig großen Unterschied. Reicht völlig aus. Wir brauchen nicht mehr. Könnten wir jetzt sogar als Lidschatten benutzen, aber da habe ich was anderes. Ich bin so ein bisschen durch die Drogerie gegangen und habe mich so ein bisschen influenzen lassen von euch. Das ist der Trended Up 18 Hours High Coverage Concealer. Ein wirklich 1 zu 1 fast schon bessere Alternative zu den deckendsten Concealern auf dem Markt, dem Tarte Shape Tape beispielsweise, dem hier von Anastasia Beverly Hills, wobei der von Anastasia ein bisschen pastiger ist, der ist einfach sehr, sehr cremig. Farbauswahl ist wirklich unverschämt. Er ist so deckend und ganz, ganz wichtig, ihr müsst vorsichtig sein mit dem Concealer, weil der sehr, er ist halt so vollgepackt mit Pigment und je mehr Pigment in einer Flüssigkeit mit drin ist, wenn die weg ist, die Flüssigkeit oder die Feuchtigkeit des Concealers, dann hinterlässt es das Pigment und dann so kleinen Fältchen unter den Augen beispielsweise bleiben die dann natürlich sitzen. Deswegen mache ich seit einer Weile Folgendes. Ich arbeite mit so einem Pinsel und gehe nur hier hin. Nur da, wo die Dunkelheit ist. Und ich spare mir mein unteres Augenlid aus. Auch ganz spannend, weil ich jetzt so ein bisschen mein Gesicht nochmal anders kennenlerne. Hat sich in den letzten Jahren auch einiges verändert. Und ich habe immer nicht verstanden, dass wir nicht nur ein oberes Augenlid haben, sondern auch ein unteres Augenlid. Man mag es kaum glauben. Manche haben es ausgeprägter, ich habe es halt nicht so ausgeprägt. Das ist diese kleine Wulst hier unterm Auge. Und wenn ich den Concealer bis komplett an den Wimpernkranz ziehe, dann habe ich A, das Problem, dass eventuell mein Auge drehen könnte. Und ich nehme mir Dimension im Gesicht weg, weil so ja immer noch erkennbar ist, dass ich ein Mensch bin. Und keine Puppe. Ne? Die Puppen sind meistens, das sieht man bei mir halt nicht so gut jetzt. Die meisten sind sehr, sehr gleichmäßig. Da gibt es keine Einkerbung nach innen zur Augenhöhle. Sondern es ist gerade, es ist eine gerade Fläche. Du könntest ein Lineal ranlegen und es wäre gerade. Bei mir geht es ja jetzt, oder bei uns, bei den meisten Menschen geht es
rein, dann wieder raus, dann wieder ein bisschen rein. Und so kann ich einfach die Struktur meines Gesichtes nutzen und habe gleich den Vorteil, dass der Concealer nicht creasen kann, weil ich gar nicht an die Creases komme. Seht ihr den Unterschied? Es ist aufgehellt, ohne dass es creased. Und mit dem Rest kann man dann die Farbe des unteren Augenlides so ein bisschen ausgleichen. Oder du nimmst gleich einen Lidschatten, dann sparst du dir das Produkt da. Was ich feststelle, aber ich glaube, das ist etwas, was nach Übung bedarf. Seitdem ich mein Make-up so ein bisschen probiere, anders zu machen, dauert es deutlich, deutlich länger. Weil ich viel genauer gucke, wo was hinkommt. Und das Allgemeinbild der Haut ist sehr, sehr schön. Ich gehe jetzt erst mit einem Schwamm einfach nochmal hier rüber. Einfach, dass alles gleichmäßig ist. Jetzt habe ich hier, sehe ich, habe ich noch so eine kleine Unebenheit. Da gehe ich punktuell mit dem Concealer rauf. Gleicht es aus. Fertig. Base is snatched. Was ich jetzt mache ist, und das ist jetzt recht wichtig, wie ich finde, ist, ich fixiere mein Make-up und lasse das wirklich gut drauf. Jetzt habt ihr nämlich die Möglichkeit, oder jetzt bildet, je nachdem, welches. Oh, es wird sehr educational hier, ne? Jetzt ist wichtig, habt ihr ein Fixing-Spray oder ein Setting-Spray? Ein Setting-Spray hilft da nicht. Wir wollen ein Fixing-Spray, was das Make-up fixiert. Da sind filmbildende Eigenschaften mit drin. Das haben wir hier beispielsweise in meinem mit drin. Das ist das PVVA. Das legt sich halt wie so ein Film auf die Haut, gibt verschiedene filmbildende Produkte. Es steht meistens immer drauf. Ein Setting-Make-up, Setting-Spray ist was anderes. Ein Fixing-Spray hat Filmbilder, ein Setting-Spray meistens Glycerin, dass es miteinander schmilzt. Es gibt natürlich auch eine Kombination aus beidem, aber dann sind wir wieder bei dem 15 in 1 Duschgel. Okay, wir lassen das Ganze jetzt so ein bisschen auf meiner Haut und dann geht's weiter. Wo ich definitiv ein bisschen Puder brauche, sind meine Augenlider, denn die sind immer recht ölig. Deswegen gehe ich einfach mit dem transparenten Puder schon mal rauf, dass sie nicht so creasen, einfach um ein bisschen den Glanz auf den Lidern wegzunehmen. Und nehme dann auch denselben Pinsel und presse mir das Puder einfach hier so ein bisschen in den T-Zonen-Bereich. Ihr seht sofort den Unterschied, ne? Dass die Poren einfach reduziert werden. Und einen großen Pinsel in das Puder, dass dieser Overall-Glanz weggeht. Und erst dann fixiere ich meine untere Augenpartie. Da gibt es nichts anderes als das Coty Erstband-Powder und die Microfiber Multitools Minis. Die sind jetzt wieder da. Ich habe hier leider immer noch das Alter. Die anderen sind deutlich, deutlich größer. Beeilen uns mal ein bisschen. Als Bronzer habe ich mich tatsächlich für den Catrice Holiday Skin Bronzer entschieden. Einfach, weil es eine ganz besondere Textur ist. Der ist nicht cremig. Das ist ein Puder-Bronzer. Und der ist sehr pigmentiert. Ich habe es völlig übertrieben. Man muss so, so aufpassen. Aber das Schöne ist, jetzt habe ich konzentriert Produkt drauf, nehme den Pinsel, mit dem ich das Puder aufgetragen habe und blende das einfach grobflächig aus und habe so eine Kombination aus Face Powder und Bronzer. Arbeite mir das Produkt in die Hand und gehe dann nur so ein bisschen hier über die Augenbrauen, über die Nase. Das ist das erwachsenste Make-up ever. Reicht. Der Bronzer hat einfach eine ganz besondere Textur. Der ist erstmal dann wunderschönes Pressing und sobald du ihn swatcht, fühlt es sich schon fast so an, als wäre er nass. Er passt sich so ein bisschen der Hautfarbe an oder dem Hautton an und der Wärme, weil er eine recht transparente Base hat. Fliegenhärchen. Übrigens, größter Quatsch ever. Hier, Ela, Pamela, Babyhaarwachs. Offensichtlich funktioniert es nicht. Aber die Base ist mattiert, fixiert, ohne dass sie glänzt. Apropos Glänzen. Ich bin eben durch die Schubladen gegangen und habe das hier gefunden. Oh, das schreit ja Maxim 2023, ne? Ich bin ja mittlerweile in meiner leblosen Lidschatten-Ära. Weniger Lidschatten, desto besser. Je kühler und je einfacher die Lidschatten, desto besser. Ich möchte auch hier nicht mehr im Alltag ganz, ganz wichtig, den Fokus auf dem Lidschatten haben. Deswegen habe ich hier drei Lidschatten von Art Deco gefunden. Die 517, das ist dieser graue. Die 538 und das krasseste Lidschattchen überhaupt, ihr könnt die ja einzeln kaufen, ist das hier, die 30373. Es ist ein weißer Lidschatten mit goldenem Schimmer. Und was ich jetzt mache, ist Folgendes. Seht ihr diesen Sparkle-Effekt? Ich nehme mir einen großen, fluffigen Blendepinsel, gehe in dieses dunkle Grau, ganz leicht, und gebe mir das in die Lidfalte. Hier vorne, eher kühl. Es fühlt sich, Art Deco ist halt eine Brand, ne? Das ist unglaublich. Dass die in der Drogerie sind. Mittlerweile klar, es ist, glaube ich, auch die teuerste Drogeriemarke, aber es ist halt made in Germany. Da merkst du wirklich schon den Unterschied.
gebe mir dieses Grau in die Lidfalte und kann mir damit so ein bisschen Dimension geben. Blende das schön weit nach oben. Und dann ganz wichtig, vorsichtig in den Bronzer, einmal rein, in der Hand einarbeiten und hier außen. Dann wird es außen ein bisschen wärmer und nicht ganz so schattiert und das Auge ist so ein bisschen umrahmt. Mit einem kleinen Pinsel gehe ich wieder in den Grauton und den Warmton hier an meinem Lid. Und jetzt alle Achtung, den Ton hier. Gelblicher, warmer Ton, der das Lid einfach nochmal trennt. Oh, diese Babyhaare, ne? Das ist ja wirklich furchtbar. Cut Crease schon ziehen. Es darf ja ruhig eine Cut Crease sein, die soll halt nur nicht lila sein. Das hält das Auge komplett auf, ohne dass es falsch aussieht. Ich habe natürlich ein bisschen geschmiert und mir natürlich auch gleich ins Auge gewimperntuscht. Huh! Oh, das ist wirklich schrecklich. Lass es immer kurz einen Moment antrocknen und dann mit so einem Spoolie kann man das ganz gut wegmachen wieder. Dann nehme ich mir immer noch so ein bisschen Puder ans Mini-Tool und gehe hier hinten einfach lang, bis die Kontur ein bisschen sauberer wird. Und schaut euch bitte mal dieses. Das ist ja. Viele sagen immer, es ist langweilig, was ich schminke. Nee, das ist einfach zeitlos, klassisch und erwachsen. Ich lieb's. Jetzt wird es ein bisschen poppig auf den Lippen, aber das ist einfach meiner Meinung nach der schönste Ton von den Vinyl Inks, die 55 Royal. Roter Lippenstift ist einfach ein Klassiker. Und das, Freunde, ist der fertige Look. Unglaublich reduziert, aber sehr präsent. Und gerade durch so eine sehr intensive rote Lippe wirkt der Look dann auch nicht mehr so langweilig, aber er wirkt halt nicht so fake. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt super viel auf meinen Augen noch hätte oder noch Fake Lashes ziehe oder den krassesten Highlighter da, wäre das alles so ein bisschen drüber, finde ich, oder für das, was ich im Moment ganz schön finde. Das ist ein Look, damit würde ich einkaufen gehen. Das ist aber auch ein Look, mit dem würde ich abends ins Restaurant gehen. Da könnte man dann vielleicht noch einen Kajal mitziehen oder so, um es ein bisschen verruchter zu machen. Aber vor allen Dingen sind das Produkte, die unglaublich gut funktionieren für verhältnismäßig wenig Geld. Ich glaube, das teuerste ist die Foundation vielleicht oder die Lidschatten. Aber es ist alles im Rahmen der Drogerie, ohne dass man 150 Euro bei Douglas ausgeben muss. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu, ja, nicht nur zu meiner Veränderung, sondern auch zu meinen Ansichten sagt. Das würde mich sehr interessieren. Ganz wichtig, Freitag geht ein Vlog online. Da zähle ich auf euch. Da zähle ich wirklich auf euch, weil ich total unsicher bin mit Vlogs und ihr gesagt habt, mach Vlogs. Ich bin gespannt, wer reinschaltet. Und als kleine Erinnerung, schaut unbedingt im Pelletier Verlag vorbei und sichert euch noch die letzten Zimttölpel. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch den schönsten Tag ever. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.